Minecraft, herzlich willkommen zur nächsten Folge Sky Factory. Ich habe jetzt ein bisschen offline umgebaut, weil es eine Weile gedauert hat, bis ich das richtige Design hatte, wie ich das wollte. Ich fange mal aber da hinten an. Ich habe hier oben nämlich noch eine Kiste angebaut, die mit dem Sieb verbunden ist. Weil ich mir gedacht habe, wir haben hier zwar Netherquarz schon mal irgendwann manuell hier an der Ecke produziert. Aber ich dachte mir, ich könnte unten eigentlich einfach den Soul Sand holen, hier oben in die Kiste packen und dann läuft er auch hier durch. Und dann müssen wir hier halt noch ein paar Fässer erweitern, aber die Elektronik, die kommt dann einfach hier rüber. Also die Elektrik, die Maschinen. Außerdem seht ihr hier eben ja, das Konstrukt, was ich jetzt gebaut habe. Ich habe alle Kabel durch die größeren Enchanted Energy Conduit, also durch die größeren Conduits ersetzt, dass die Leitungen einfach überall gleich sind. Dann habe ich hier Item Conduits rangepackt und hier kommen dann eben noch Maschinen rein, die hier zum Beispiel die Painting Maschinen, da habe ich gerade Conduit Fassaden gemacht und es wird dann einfach alles hier drin gesammelt. Genauso wie mit dem Ofen. Ja, da habe ich unten keine Kiste mehr, sondern es kommt alles hier in den Storage, Modular Storage rein. Das ist viel geschickter. Hier oben habe ich auch eine Eisenkiste. Da kann ich dann einfach reinmachen, was ich brauche. So, und jetzt müssen wir noch einmal fliegen. Vielleicht sollten wir uns vorher nochmal aufladen. Damit wir unten das eine Kabel noch ein bisschen fassadieren. So, außerdem brauchen wir unbedingt mehr Strom, weil ich durch das jetzt auch nochmal oben den einen Modular Storage ausgeleert habe. Ja, da habe ich einfach mal noch die ganzen Ores, die ich da hatte. Geh doch einfach weg, geh doch einfach weg. Was wollt ihr denn von mir? So. Alles verschachtelt. Gefällt mir gut. So. Warum ist hier? Gehört es so? Ja, das gehört so. Okay. Und das zeige ich euch jetzt noch schnell. Zwei Küchen sind immer noch da, das ist gut. Zwei Kühe müssen wir uns halten. Ich wollte euch irgendwas Modular Storage. Ah ja, genau. Ich habe die ganzen Gravel Ores hier reingehauen. Und ja, wie ihr jetzt sehen werdet, habt ihr hier keine Energie mehr. Ja? Das heißt, wir müssen unbedingt jetzt Solarzellen bauen. Von den hier haben wir noch 10 über. Dann können wir da eigentlich wollte ich da jetzt. Nee, dann leert er die glaube ich aus. Ich wollte so eins haben. Ich weiß jetzt aber nicht, wo er das eine hergenommen hat. So. Solarzellen. Davon brauchen wir einige. Ich hoffe mal, dass wir noch ein paar hinkriegen. Ein Glas haben wir hier noch ein bisschen. Wir machen jetzt einfach mal Massenproduktion. So, dass das schnell geht. So. Solar, die nächstgrößeren. Moment. Okay. Redstone und Holz. Redstone. Ein Stack. Das ist gut, wenn man immer stackweise baut, wenn man die Ressourcen natürlich dafür hat. Dann ist es nämlich einfach.
praktischer zu klicken. So, Holz müssen wir uns noch ein bisschen holen. Nehmen wir mal das hier. Da kommt ja auch ganz normale Planks raus. Wir könnten natürlich das Rubberwood nochmal durch einen Extractor oder so hauen. Dann wird man da andere Geschichten rauskriegen. Jetzt wollte ich gerade mal gucken. Ich dachte, ich hätte noch irgendwo andere Solarzellen. Hier sind noch 5. Nee. Dann machen wir mal das hier noch. Jetzt habe ich das Holz schon wieder weggepackt. Wir haben gar kein Holz mehr. Ist das denn wahr? Hui. Doch, warte mal, wir craften das so zusammen. Das müsste reichen. Sieht doch gut aus. Vor allem haben wir dann mal ein bisschen das ganze Holz hier leer geräumt. Also, wir haben hier nochmal 37 und hier sind keine mehr drin. Und dann kriegen wir hier auch leider bloß ein Solarpanel raus. Das ist ein bisschen mager. Da müssten wir mal ein bisschen die Produktion ankurbeln. Ein Tin Gear. 1, 2, 3, 4. Ein Stack Eisen. Ja, wir gehen jetzt in Großproduktion hier. Wir machen jetzt nicht mehr so klein rum. Sondern wenn schon, denn schon. Das Problem ist, wir haben schon wieder kein Glas mehr. Wir gehen in Großproduktion und dann kommt eine einzige Solarzelle bei raus. Nein. Wir produzieren gerade wirklich mehr Strom, wie wir verbrauchen. Ganz langsam steigt die Stromzufuhr wieder. Okay, das heißt, wir brauchen unbedingt mehr Solarzellen. Wir bauen uns jetzt noch einen Alloy-Smelter. Habe ich jetzt alles Glas schon verbaut? Hier haben wir doch auch noch einen Haufen. Hallo? Was mache ich denn? Guck mal hier. Dann kriegen wir ja doch noch mal 2 Solarzellen. Schon irgendwie kriegen wir aber wenig raus. Ist trotzdem wenig, ja. Also mal ganz davon abgesehen. Aber 2 Solarzellen mehr sind schon mal erheblich. Ist die doppelte Leistung. Ja, wenn wir hier jetzt reingehen, dann müsste das hier eigentlich schon deutlich schneller hochgehen, habe ich gedacht. Ja. Ja, also ja, die Alloy-Smelter, die brauchen halt gerade mega viel Energie hier unten. Weil die einfach den Rückstau aufarbeiten müssen. Vielleicht hauen wir das mal raus. Und hauen das dann hier mit rein. Ja. Können wir ja einfach so machen. Und hier hauen wir auch nochmal. Machen wir hier nochmal Sand rein. Weil Glas brauchen wir unbedingt auf jeden Fall.
Machen wir das doch mal einfach hier dran. Hallo? Hallo erstmal. Gut, jetzt können wir den da rausnehmen. So, dann setzen wir hier nämlich den Magma Crucible oben dran. Kriegt natürlich ein Disable und den Fluid Transposer unten drunter. Der kriegt nur von oben sein Futter. Nach hinten kann man extrakten lassen. Hallo, wie viele Farben gibt es denn hier? So, stimmt das jetzt? Ich hoffe doch. Dann haben wir hier noch einen Induction Smelter. Der kriegt eigentlich nichts, der kriegt bloß hinten einen Extract Always. Aber warum werden die rot? Warum sind die hinten rot? Ich verstehe das nicht ganz. Weil hier zwei Output-Slots sind, vielleicht? Ich weiß nicht. Wichtig ist nur, dass er erstmal Strom haben. Alles andere ist egal. Polarizer. Hauen wir den Gravel rein. Oben nichts. Und Output hinten. Verstehe nicht, weshalb die da noch rot sind. Vielleicht kriegen die zu viel Strom. Aber dann würden sie wahrscheinlich in die Luft fliegen, oder? So, hier kriegen wir Sand und das. Das ist schon mal gut. Und wir könnten hier eigentlich schon mal die Fassaden hinten dran machen. Zumindest bei denen, wo ich schon fertig bin. Gut, dann müssen wir hier noch mal aufreißen. Haben wir ja gesagt, da müssen noch ein paar Fässer hin. Gut, dann kommen hier noch Fässer hin. Brauchen wir noch 2, 4, 6 Stück. Auf den Pulverizer könnte man eigentlich auch noch einen Hopper draufsetzen. Können wir da nämlich auch gleich mehrere Sachen reinhauen. Zum Beispiel den ganzen Gravel hier. Warum ist da oben jetzt Sand drin? Das hat er wahrscheinlich falsch rausgezogen. Gut,
Also wir haben hier, ja, die Maschinen nehmen ein bisschen Gestalt an. Sand können wir immer wieder da oben gleich reinfüllen. Und wir brauchen Glas. Pulverizer ist der Basic, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, Pulver Resonant, was der besser kann. Invar und Electrum Gear. Haben wir noch so viel Elektrum? Ja, natürlich. Haben wir noch so viel Invar? Nee. Nickel und Eisen. Induction Smelter. Dann müsste Invar bei rauskommen. Ja. Na, wenn der nicht mehr basic ist, dann geht er, glaube ich, schneller. Gucken wir mal. Braucht natürlich auch mehr Strom. Pulverizer hardened. Ich wollte aber einen Resonant. Ist egal. Ja, ich habe das Gefühl so ein bisschen, dass der schneller ist. Es sollte eigentlich schneller sein. Weil sonst, welchen Zweck hätte der sonst? Aber auch hier, die Energie reicht nicht wirklich. Also Energieleitung, System müssen wir überarbeiten. Moment, da sehe ich doch Schleim. Den lassen wir mal da drin. Na, Ingwer haben wir. Gut, das war's auch schon wieder für die heutige Folge. Wir haben hier ja, ein bisschen Strom neu produziert da hinten. Nächste Folge machen wir da. Moment, hier habe ich sogar noch einen so einen Klotz, der da oben. Da können sogar zwei rein. Nächstes Mal kommen hier noch ein paar Fässer ran. Ja, dann wird das System hier nochmal ein bisschen erweitert. Das heißt, wir haben sechs Fässer, sechs weitere Upgrades. Das kriegen wir auf jeden Fall dann hin. Und ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Es wundert mich immer wieder, wie viele Leute da zuschauen. Schau doch einfach auch mal bei meinen alten Videos vorbei. Die sind zum Teil, zum Beispiel Sky Factory ist auch ein Projekt, wo viele Leute mitgespielt haben. Auch ein bisschen größer. Und ja, Sky Factory. Habe ich da auch schon. Da habe ich mit Mephisto mal gespielt. Schaut einfach mal rein in meine Playlists und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ciao, Minecraft.